Herzlich willkommen im Honigpott. Mein Name ist Martin und ich möchte euch was über Bienen erzählen. So, nachdem gestern das Wachs geschmolzen und abgegossen wurde, ist der Wachsblock jetzt fertig und kann entnommen und gereinigt werden. Dazu stülpe ich einfach den Eimer um. Der Trester hat sich unten an dem Block gesammelt und jetzt kann ich den restlichen Trester und Dreck dort abnehmen. Das geht am besten mit dem Stockmeißel. Einfach abheben oder abschaben. Am Ende reinige ich den Block noch mit ein bisschen Wasser, um noch ein bisschen Staub und sowas abzuspülen. Nun trockne ich den Block und kann ihn anschließend zum Umarbeiter einschicken. Wie macht ihr das mit dem Wachsschmelzen? Habt ihr noch Verbesserungsvorschläge für mich? Ich freue mich über euren Input in den Kommentaren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt einfach auf den Like-Button und hinterlasst einen Kommentar. Wenn euch weitere Themen im Bereich Imkerei interessieren, lasst mir auch einen Kommentar da und ich überlege, welches Video als nächstes entstehen soll. Vielen Dank fürs Zuschauen.